So, hallo, willkommen zur nächsten neuen Folge. Ja! Ja, hey! Danke. Bademantel. Okay. Ja, wir haben uns nochmal frisch gemacht. Gerade aus der Sauna raus. Ja, uns gegenseitig die Rücken geschrubbt. Mr. Hefner? Ja. Ja, gut, dass ich so spontan bin. So, gucken wir mal wieder hier bei Wer kennt wen. Kennt ihr das eigentlich? Ist so ein soziales Netzwerk. So, Seelen sind immer zu zweit unterwegs. Wenn wir geboren werden, trennen sie sich und suchen so lange nacheinander, bis sie sich wieder gefunden haben. Das war nicht Konfuzius, das war nicht Buddha, das war auch nicht Mutter Teresa und auch nicht, wie heißt sie noch, die Daniela Katzenberger. Da habe ich auch gerade dran gedacht. Alter, das gibt's gar nicht. Da sucht man nach so einem Negativbeispiel. Genau, wir denken beide dran. Ja. Das bringt also doch was, dass wir uns immer nebeneinander ins Bett legen und so Alufolienmützen tragen. Ja. Da kreuzen sich die Gedanken. Auch die kleinen Alufolienmützen, ne? Ja, auch die kleinen Alufolienmützen. Die tun mir aber immer noch ein bisschen weh. Das sind die Empfänger. So, Marion hatte diese Weisheit uns nämlich offenbart. Ja, komm, aber ist langweilig. Ich will eine neue Weisheit. Ja, gut. Das darfst du natürlich. Darfst du dir wünschen. Okay. Also machst du es nicht, ne? Doch, ich gucke ja. Ich gucke. Fucking Saturday. Kennst du die? Saturday? Ja. Nee, kenne ich nicht. Aber fucken könnte man immer. Der Tobias, der macht das. Ja, so wie der aussieht mit seiner... Was ist denn mit Silva? Silvia. Silvia. Kids im Bett und happy, wir haben alle Murmeln. Es war heute Tauschtag bei Real. Cool, jetzt sie relaxen. Oh nee, das heißt ja jetzt ja chillen. Hihi. Lass uns das mit auseinander. Danke. Das ist Wahnsinn. Ich lass die anderen Geräusche. Ich mach mal weg, weil du rülpst mittlerweile öfter, als dass wir irgendwie ein Geräusch brauchen. Das ist wegen deiner Coca-Cola. Ich merke das schon. In Werbung gemacht. Kids. So, ich hoffe, ich kriege jetzt auch was kostenlos zugeschickt. Kids im Bett und happy, wir haben alle Murmeln. Da heißt es jetzt, alle Menschen haben Murmeln bekommen oder sie haben alle Murmeln, die es auf der Welt gibt. Oder das sind alles Männer und die bezeichnen ihre Hoden als Murmeln. Das kann sein. Die haben alle Murmeln. Aber warum hat Silvia dann auch Murmeln? Ist egal. Wahrscheinlich war die Mann. Es war heute Tauschtag bei Real. Kann man da Hoden tauschen? Oder Murmeln. Cool, jetzt relaxen, oh nee, das heißt ja jetzt chillen, hihi. Das ist also eine, die so richtig den Slang der Kids kennt, ja. Weil die Kids sind zwar im Bett, aber die weiß halt, dass die cool sind, wenn die relaxen und chillen, wie es ja auch so ist. Also die Kids chillen jetzt auch im Bett. Okay, keine Weisheit. Und spielen mit den Murmeln. Ja. Alles klar. Ja. Gut, Silvia, das freut uns ja für dich, ne? Anja ist aber auch lustig. Anja, so guten Abend, jetzt weg. Oh. Aber guck dir das Bild an, hat die da ein Schnäpschen am Mund? Sieht so aus. So guten Abend, bin jetzt weg. Prost und dann nach hinten umkippen. Genau. Bah, was ist das denn, was hier drin? Das sieht aus wie Karottensaft. Ja, oder wie Menstruationsblut. So sieht das aus. Das ist das bestimmt auch. Aber hier, haben wir nicht eben im Ort drüber gesprochen? Über mich? Haben wir nicht drüber gesprochen? Über mich? Wir haben gerade noch eben drüber gesprochen. Ich bin, wie ich bin. Wer mich kennt, weiß, wie ich bin. Das wurde bestimmt schon in der einen oder anderen Folge mal gesagt. Boah, ist das nervig. Oder vor allem dieses, wer mich kennt, weiß, wie ich bin. Ja, warum schreibst du es dann überhaupt rein? Ja, echt. Interessiert doch keinen. Echt? Auch alles mit Großbuchstaben. Das wirkt das ist dann schon ein bisschen, zu anstrengend. Ja, das viel ist super zu anstrengend. Ach komm. Nee, komm, Anja. Weisheiten. Hab ich keinen Bock drauf, echt. Echt, ey. Habe ich auch nicht nötig. Was ist die Anja? Seine Pfeife. So. Aber ihre Haarfarbe hat sie auch dem Menstruationsgetränk angepasst. Ist jetzt egal. Ja. Sein Engel? Sein Engel schreibt, scheiße traurig, mein Schatz vermissen und nachdenken. Das finde ich eigentlich ganz süß, wenn einer seinen Schatz vermisst. Das muss ich jetzt mal Lanze für die Romantiker brechen. Ich finde das süß. Und ich gebe es zu, ich vermisse auch. Okay. Auch sein Schatz. Das ist doch eine Frau. Echt? Sonst hieß er ja ihr Engel. Das stimmt. Jetzt, du bist so klug. Oder der ist schwul. Oder der ist schwul. Sein Engel.
Du bist so klug. Ja, dafür bin ich bekannt. Hier, Carlos, auch das nicht. Ich bin neu hier, suche nette Leute für meine Liste. Was denn für eine Liste? Ich hab keine Ahnung. Kennst du Ernie von Stromberg? Ja. Du kommst ganz oben auf meine Liste. Der ist so geil, Ernie. Geil, oder? Also eigentlich Berthold, also, weil das ist der Opa, der ist im Krieg, ist eine Sache vom Respekt. Ja. So. Mund im Büro? Also, nee, also so geht das ja nicht hier. Ja. Nein! Doch! Oh. Oh, hier. Eine, die darauf scheißt, dass Leute Vegetarier oder Vegan sind, die schreibt, ich stehe nicht an der Spitze der Nahrungskette, um nur Gemüse zu essen. Ja, und dann möchte ich gerne mal wissen, wie die Mehl... Also ich glaube, das soll Mel heißen, aber es hat Mehl geschrieben, komm. Ja. Vielleicht hat die auch eine E-Mail. War das mal ein Typ? Stell die langen Haare mal weg vor, also mal anders. Auch wieder so ein Badezimmerfoto. Ja, die Leute fotografieren sich immer auf dem Scheißhaus. Nee, weil die dann einen Spiegel haben, um dann im Spiegel das Display zu sehen, ob sie gut darin aussehen, vom Handy. Ja. Aber einfach mal. Weil sie keine Freunde haben, die sie fotografieren. Forever alone! Ja. So, über mich. Bin so wie ich bin, bla 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 bla. Eine kleine, liebe, freche Nachfragen erlaubt. Liebe total bekloppten und schwarzen Humor. Beherrsche Kopfkino, was meist zum Lachflash führt. Spreche fließend sarkastisch und ironisch. Kann auch über mich selbst lachen. Ist also eine richtige Ulknudel. Aber hallo. Eine richtige Ulknudel. Tausche mich gerne mit Personen aus, die nicht nur über einen Wortschatz verfügen, über einen Wortschatz, nicht über einen, sondern über einen Wortschatz verfügen. Mhm. Sondern die auch anderweitig verbal imstande sind, zu artikulieren und zu kommunizieren. Oi, und schlau ist sie auch noch, die gute, wie heißt sie noch? Mel. Aber dafür kann sie kein Komma richtig setzen. Die Kommata sind alle falsch. Kommata ist übrigens der Plural, also Mehrzahl von Komma. Kommas kann man aber auch sagen, denn beides steht im Duden. Alter! Ja, du hast aber mit Löffeln gefressen. Donnerwetter. Weißt du, wie die Mehrzahl von Atlas ist? Atlanten. Auch Atlassen. Ja, mittlerweile, weil die ganzen Reihen zu doof sind, um sich das Richtige zu merken. Neue Rechtschreibreform, wie sagst du mal. Hier, Position. Wo war das? Hier unten. Angestellte. Hobbys, der übliche Kram, der immer langweilig klingt. Ja. Ist voll die Ulknudel, hat aber nur üblichen Kram, der immer langweilig ist. Ja. Oh Gott, die schreibt zu viel, das interessiert mich nicht. Lassen wir weg. Komm, lieber, lieber nochmal eine neue Weisheit. Aber war schön, sie kennengelernt zu haben. Ich hätte noch mal Bock auf so einen Dialog, wie wir ihn letztens hatten. Ja, der war doch schön. Ja. Vielleicht können wir gleich mal eine Pause machen, dann suchen wir was raus. Ja. Ein schönen Dialog. Und du stehst ja auf so Schnitte. Genau. Ganz unauffällige Schnitte mag ich. Genau. Wenn du unverhofft einem Menschen begegnest, der dein Herz berührt, dann musst du ihn nicht festhalten. Wenn er das Gleiche fühlt, wird er bleiben. Aber warum denn er? Es kann doch auch sein, dass es eine Sie ist. Warum muss ich denn jetzt auf einen Typen warten, der mein Herz berührt? Vielleicht meint ihn Chirurgen, Herzchirurgen oder so. Das kann sein. Ja. Ja, und klar, wenn er das Gleiche fühlt, dann wird er bleiben, weil klar, der muss natürlich auch wieder zunähen. Ja, genau. Super. Judith, viel Glück beim Herzchirurgen suchen. Also manche Weisheiten kann man einfach mit ein bisschen logischem Verstand ergründen. Hier Melanie, die hat auch wieder toll formuliert. Geil. Jetzt zu Hause und auf dem Bett liegen, aber gleich baden, Mann, ist das warm eh. Warum schreiben Leute rein, dass sie gleich baden gehen? Ich will mir nicht vorstellen, wie die nackt in Kübel rumsitzen. Die wollen dann, dass man sich die nackt vorstellt. Sollen wir uns die nackt vorstellen? Was glaubst du? Nein. Ich halte jetzt das Bild zu. Ich sag nein. Ich will das gar nicht. Ich will gar nicht so viele Menschen nackt sehen, wie ich schon nackt sehen musste. Okay. Die sieht aus wie... Oh Gott, wie sieht die aus? Die erinnert mich an irgendwen, aber ich gucke. Die erinnert mich an irgendeine Figur aus dem Horrorfilm. Ja, aber wer ist es? Wie von Saw, die Puppe. Stimmt! Ich möchte ein Spiel spielen. Geil. Und die spielt, was spielt die? Oh Gott, ich will nicht wissen, was sie spielt. Steht ja auch nichts. Oh, da schreibt natürlich direkt ein notgeiler Sack drunter. Kann ich mitbaden? Der hat wahrscheinlich das Foto gar nicht gesehen. Da schreibt jemand mit L.
Aha, mit seiner Freundin. Hä? Im Arm. Im Arm, so ein Arschgesicht, oder? Das macht man aber nicht. Aber ich meine, klar, Ort Darmstadt. Na klar. Bei so einem Ort, wie der schon so heißt, ne? Ja. Darmstadt. Kennst du diesen blöden Karlauer mit Darmstadt und so? Welche? Da war der Frankfurt, dann hole ich mir einen anderen Mann heim und das Ganze fand in Darmstadt. Hm. Oh. Das ist der Humor der Hessen. Ja. Ich brauche noch eine richtige Weisheit, über die wir philosophieren können. Da gibt's keine. Hier gibt's ein Foto von einer nackten Frau von hinten, irgendwie in so einem Meer aus weißen Bettdecken. Warum postet man sowas? Also entweder zeigt man sein Gesicht oder lässt es sein. Keine Ahnung. Leute machen sich dann geheimnisvoll, damit man nachfragt. Och, kann man nicht mal von vorne sehen? Och nee, das will ich jetzt aber gar nicht. Aber das ist auf der Seite von Peter und du siehst eine nackte Frau. Also nicht Peter die Tierorganisation, sondern Peter, so wie Peter Lustig zum Beispiel. Richtig, Peter Lustig oder Peter... Pan. Pan. Ja. Oder der laufende Peter. Schwarze Peter. Das ist der Rassismus. 20 Zentimeter! Oh, was ist das denn für ein Bild? Ach, das ist so ein Student, der sich mit Matsch eingerieben hat, den ganzen Tag in der Stadt rumsteht und sich dann so Münzen in seinen Matschhut reinpacken lässt. Da gibt es doch diesen Robotermann, der steht immer am Dom rum in Köln. Der Roboter rum. Ja. Nee, komm, das ist langweilig. Naja. Wir brauchen irgendeine schöne Weisheit. Wenn Weisheiten. Das, wenn es bei Wer kennt wen so weitergeht, dann müssen wir eigentlich auf unsere Facebook-Freunde zurückgreifen. Oh, oh, das gibt aber Ärger. Da sind wir nämlich total aktiv. Fernsehgarten, wir kommen, auch mit Regenschirm. Lol. Ich war ja mal im Fernsehgarten. Ja, was hast du da gemacht? Ich war mit dem Angelo von den Kellys da. Da gibt es kein Catering im Fernsehgarten. Wo gehen unsere GEZ-Gebühren? Es gibt kein Catering. Und es ist total langweilig da. Ja. Ja. Das glaube ich dir aufs Wort. Ja. Fernsehgarten, boah, so eine Scheiße. War da auch der Florian Silbereisen? Nee, der war nicht da, aber neben mir stand der Wendler. Oh, daneben Busche. Stand Claudia Jung. Ja. Und die King Family war auch da. King? Das ist so ein Abklatsch, so ein bisschen so von der Kelly Family. Mhm. Die sind halt irgendwie Geschwister, die so Musik machen. Mhm. Aber hört man auch nichts mehr von. Langweilig, deshalb. Jenny schreibt, warum finden die größten Arschlöcher eine Partnerin und ich finde keinen Partner? Gucken wir uns das Foto mal an, vielleicht ist die Frage schon beantwortet. Ja. Der kommt. Oh. Ach, also die sieht jetzt aber nicht schlecht aus. Findet keinen Partner. Aber ist Mama, also hatte sie schon mal einen Partner. Ja eben, soll sie doch zufrieden sein. Ja. Mann ey, immer nur am Meckern die Leute. Echt? Oder hier wie bei, aber wie bei Pastewka, aus der, Nähe. Der Bruder von Pastewka hier. Immer nur negativ. Immer nur. Immer ich flippe hier gleich aus. Also, nee. Das ist auch geil, oder? Das ist ein geiler Typ. Matthias Matschke. Kimberly. So, überglückliche Mama, Single, Position Auszubildende zur examinierten Altenpflegerin. Mir hängt immer noch die Cola hinten drin. An der ich mich drin. Kennst du diese Koboldunfälle im Krankenhaus? Koboldunfälle? Ja, ja, ja. Geil, oder? Boah. Kann man vielleicht mal googeln, Koboldunfälle. Aber hier, der Dominus, der Pornomann. Der Dominus kennst du. Der ist mit der Angie befreundet und die sieht auch so ein bisschen pornös aus. Wenn ich mir Sabrina Babes Foto angucke, dazwischen Dominus und Angie ist so ein schönes Sandwich. Und dann kommt Dennis. Dennis, der hat ein Foto von irgendeinem alten Audi. Ja. Guck mal. Das heißt, wenn der Dennis ein Profil hat und da ist ein Foto von einem Auto zu sehen, dann ist er ein Transformer.
Ja. Das ist einer von den Transformers. Genau. Alter, wie geil. Wie heißen die von den Transformers noch hier? Optimus Prime Optimus ist der Chef. Optimus Prime. Habe ich hier nicht, ne, egal. Das Leben des Prime. Aber hier ist zum Beispiel geil. Fensterbauherr. Bauherr. Also Beruf. Bauer schreibt mir eigentlich mit B-A-U-E-R, aber er hat B-A-U-H-E-R. Ne? Fensterbauherr. Und Fenster und Bauherr noch auseinandergeschrieben. Also, ja, wenn er Fenster so gut einbaut, wie er schreibt, dann entfernen wir uns mal ganz schnell von seiner Seite, oder? Dann liegt er bestimmt im Zelt. Auf jeden Fall. Oder liegt unterm Auto. Unter seinem. Vielleicht liegt er auch da drunter, genau, aber man kann. Nee, liegt er nicht. Vielleicht soll ich das Display auch mal sauber machen, oder? Oder vielleicht transformieren sich die Buchstaben ja noch zu was Sinnvollem. Oh, der Josef hat eine Weisheit. Das ist wirklich eine Weisheit. Ja, okay. Das muss man mal. Achtung, Achtung, Achtung. Der Körper einer Frau ist wie ein Musikinstrument. Nicht jeder versteht es, die richtigen Töne zu treffen. Geil. Also ich meine, was soll an Schlagzeugspielen so schwer sein, wenn man das in zwei dicke Bassdrums hat? Das heißt, wenn du jetzt den Körper einer Frau mit einem Schlagzeug vergleichst, würdest du gerne eine Frau schlagen? Genau, das ist ein Gewalttäter, der Josef. Ist er. Der Josef mit der Bürste unter der Nase. Das sind ja immer dieselben. Kennst du auf YouTube... Vergiss, das ist ein Wanderschnäufer. Wanderschnäufer. Geil, der sieht geil aus. Der sieht geil aus. Der sieht aus, also wenn es ein Tier wäre, wäre es ein Igel, dem man aber einen Besenstiel in den Hintern gesteckt hat, um mit dem Boden zu wischen. Weil so guckt der. Ja, und dabei ist die Lippe verrutscht. Das sieht so aus, als hätte er einen Überbiss. Oder nee, der Schnäuzer ist einfach nur schief. Der ist scheiße geschnitten. Boah, ist der scheiße. Der hat auch noch nicht mal so einen richtigen dichten Bartwuchs, sondern so was Dünnes, so was Flümeliges, wie Haare, die auf dem Kopf ausfallen, die dann aber... Ja, ja. Boah, sieht der schön aus. Wahnsinn. Die Leute regen sich immer so darüber auf, dass ich so über die Leute läster, so assi bin und über die herziehe. Aber das mache ich ja gar nicht. Oder mache ich das? Ja. Bin ich gemein über die... Ja, ist ja nicht böse gemeint, aber wenn einer so Fotos reinstellt, dann muss ja, man eben auch mit Kritik irgendwie klarkommen. Ich bin ja selber auch nicht perfekt. Wir sind auch hässlich. Ja, ja. Man glaubt es kaum, wir tarnen uns nur. Wir sind keine Modeltypen. Wir sind keine Modeltypen. Insider. Hey. Okay. Nee, aber das Ding ist einfach, wenn einer Bilder ins Netz reinstellt, dann darf man sich auch drüber lustig machen. Ja, klar. Das ist auch mit Raab. Viele greifen den Raab an. Mhm. Aber alles, was der in seiner Sendung zeigt, lief schon mal im Fernsehen. Eben. Und meine Güte. Und er schneidet sich das noch raus. Ja. Selbst persönlich natürlich, nach Feierabend. Und zeigt an, das an seinem Commodore C64. LOAD, Sternchen, TV Total, Sternchen, 8,1. Und dann geht das Programm los. Okay, komm. So, hier der Dings hier, der Josef mit dem Schnäuzer. Der hat auch die Nasenflügel gespreizt, so. Kannst du das auch? Nee, ich kann das gar nicht. Nee? So. Das mache ich immer, wenn ich meine Kopfstimme benutze. Nee, bei mir... Hallo! Guck! Nee, hallo. Ich anstrengend, spring nur meine Nippel. Aber lies mal hier vor, den Rezeptvorschlag von Josef. Ja, der Josef. Im Rezeptvorschlag. Man nehme etwas Durchgeknalltes, eine Prise bekloppt, einen Haufen Chaos, einen Becher Urin, unbehandeltes Spontan... Urin! Schnipsen, Ironie, 5 Stängel Humor... 2 Teelöffel frech, eine Packung Sonnenschein, 10 Esslöffel lieb. Schmeckt das Ganze mit reichlich Charme ab. Und zum Schluss legt man das Ganze noch bei 30 Grad für eine halbe Stunde in die Sonne und fertig bin ich. So sieht er auch aus, oder? Als hätte er eine halbe Stunde mit Charme bedeckt. In der Sonne gelegen. Und jetzt guck mal den Beruf an. Metzger. Boah. Ja, und jetzt stell dir vor, du hast ein Würstchen, was auch so einen Schnäuzer hat. Dann weiß es der Papa von dem Würstchen. Hobbys, Reisen, Angeln, News, Old, Musik, News. Und Oldies? News. Das heißt, er guckt sich immer die 20 Uhr Nachrichten an. Oder? Mach mal lauter, komm mal lauter, mach mal lauter. Hey, hey, hey. Die Tagesthemen. Hyper, hyper. Vielleicht machst du auch so Beatboxen dazu. Ich kann zum Beispiel geil so ein Rassel-Ei nachmachen.
Oh Mann. So. Action, Filme, Action, Tier, Abenteuer, Dokumentation. Angellektüre und alles Wissenswertes. Ja, das ist ja ein richtiger Mann aus dem Leben. Ja, und das ist so eine Gruppe Gästebuch mit Gefühl. Was für eine Scheiße. Echt, ey. Was heißt mit Gefühl? Habt ihr so eine Wange am Gästebuch oder was? Nee, komm, eine neue Weisheit, dann gucken wir uns auch mal den Kalender von den Leuten an. An welchen Veranstaltungen die so teilnehmen, ist ja manchmal auch sehr lustig. Ja, ja, genau. Hatten wir ja schon in der Vergangenheit den Glückstag und den Scheißtag, ich weiß nicht. Gibt alles. Gib Leuten nicht 1000 von Chancen, wenn du merkst, dass sie die erste noch nicht einmal verdient haben. Dann, ja gut, das ist eine Weiße. Aber guck mal lieber da oben drüber, Lexi. Die finde ich noch geiler. Da war der Rülpser, hast du das auch gehört? Ja, der musste raus. Ey Leute, ey, ich dachte, euch gefällt das. Ja, die sind noch ein bisschen zurückhaltend. Ihr habt das Gefühl. Komm, einmal für Kais Rülpser, jetzt. 3, 2, 1. Danke. So. Aber ihr liest mal Lexi. Ich verstehe den Satz nicht. Mit Andrea auf die Können aufpassen. XD endlich am Schlafen. Auf die Können? Wenn die auf die Kleinen schreiben will, dann frage ich mich aber auch, wo ist das I? Ich meine, mit dem L und dem O kann man sich vertippen, aber wo ist das I dann bei Kleinen? Keine Ahnung. Lexi. Wenn zwei Balken... ich lese was anderes vor. Wenn zwei Falken auf einem Baum... Danke! Wenn zwei Falken auf einem Baum sitzen und ein Schwarm Wildenten fliegt vorbei, dann sagt auch nicht ein Falke zum anderen, schau, da fliegt die Mehrheit. Lass uns darüber nachdenken. Dann sagt auch nicht ein Falke zum anderen, schau, da fliegt die Mehrheit. Ja. Ja, das ist tiefsinnig. Das hilft mir weiter. Das ist tiefsinnig. Aber jetzt guck dir mal das Foto an und die Bildunterschrift. Was, das ist ein Totenbild. Meinen Sie nicht, dass er tot ist? Na, ja, der wäre. Obwohl, nee, stimmt, wenn man tot ist, grinst man nicht so debil. Da ist ein Typ, der ist total hell, hat so eine Gesichtsfotze, also so komplette Wandbehaarung, hat die Augen zu und grinst, was ungefähr so aussieht. Und dann steht da drunter: Engel auf Erden. Engel auf Erden. So, gucken wir uns mal das Engelchen an. Edwin. Edwin heißt er, oder? Ach du Scheiße. Da kann man auch die schönen Nasenhaare sehen. Oh ja, wie süß. Und jetzt wachsen, haben die Haare, guck mal, es sieht aus, als ob die Haare so zusammengewachsen wären, dass er die Lippen nicht mehr aufkriegt. Ja, zugenäht hatte die sich. So, und jetzt, gestern, jetzt gucken wir den ersten Kommentar drunter. Ich habe den eben schon gelesen. So hässlich ist der Tod nicht, never. Thomas. Das haben nicht wir gesagt. Nein. Und jetzt der Kontakt darunter. Ein Irrer. Darunter steht jetzt, kann man im Schlaf so grinsen. Ah, witzig. Sollen wir uns das Profil von Edwin mal angucken? Ja, gucken wir uns den witzigen Edwin mal an. Zurück zur Seite von Edwin. Edwin. Oh, ist das krass. Das ist jetzt ein Typ, der sieht gar nicht so aus wie Edwin. Der hat nämlich dunkle Haare. Kein Bart. Und wir gehen gleich mal hier auf die Jobs und so, gehen wir mal ein. Aber der sieht aus wie der Typ. Es gab mal so eine Serie, hieß die High School USA oder so. So aus den 90ern, so was ganz Billiges, wo da immer so Nervensäge dabei war mit so lockigen Haaren. Das sieht so aus wie so der Highschool-Nerd, der immer bei den Coolen so mit dabei ist und mit seinen Ideen noch die Situation rettet, aber dabei nie cool wirkt. Ne, genau. Und dabei guckt er auch noch in zwei verschiedene Richtungen. Das sehe ich ja jetzt erst, er guckt dich und mich an. So blüpp. Wahnsinn. So, über mich Kind Gottes durch Jesus Christus. Beruf Hausmeister-Service, Hausverwalter, Gartengestaltung. Ja, da auf seinem Kopf direkt mal mit angefangen mit der Gartengestaltung. Gartengestaltung. Hat einen Buchsbaum geschnitten. Hobbys Frieden stiften. Ja, aber nicht mit den Haaren. Nee, damit stiftet er nur Tod und Verderben.
Briefe aber hier, schreiben. Briefe schreiben. Hey, ich finde die Scheiße dein Nachbar, da einfach irgendwelchen Leuten reinpacken und dann darf wieder Frieden stiften. Ja, und der macht seine eigene Arbeit. Filme, Patch Adams, Johannesevangelium, Passion Christi. Bücher frei werden zum Leben, Heilung der Gefühle, Bibel Elberfelder. Hoi, 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 hoi. Oh Mann. Aber er hat uns eine Weisheit vollbracht. Gott liebt alle Menschen. Und dann hat er darunter geschrieben LSG. In Klammern Segensgruß. Was ist denn LSG? Also SG könnte sein, seid gesegnet oder sei gesegnet, aber L? LSG. Lutscher? Lutscher? Lusche. Lusche. LSG. Egal. Sich selbst lieben lernen. Das ist eine Gruppe, die kenne ich. Die kenne ich. Da wächst was. Das hört sich aber eher andersrum an. Ja, ich bin gerade fertig geworden. So, gebrauchtes zu verkaufen. Du hältst mir den Muschikopf weg. Sei nicht immer so herablassend und asozial und kindisch. Du hast mir das auch aufgeschrieben, was ich sagen soll. Ich tue den Zettel mal weg. Ja. Ich glaube nicht, dass ich nur einem Menschen fehlen würde. Denn dem ich fehlen möchte, der macht sich nichts aus mir. Oh, Gabriel, das klingt traurig, das klingt nach Liebeskummer. Ja. Lass uns mal drauf gucken. Gabi? Das ist ja, finde ich, immer schlimm, wenn man Liebeskummer hat. Ja. Weil im Grunde kann das nur der eine einzige Mensch dann ändern. Hä? Ja. Ist das ein Typ? Und das ist eine Frau mit spitzem Kinn. Aber hallo. Und ist verheiratet. Ach. Er hatte gerade Ehekrach, Beziehungsstress. Ja gut, das geht aber auch wieder vorbei. Wenn man sich liebt, dann geht das vorbei. Also ganz genau. Da müssen wir nicht eingreifen. Da muss man aber auch nicht direkt hier ins Horn tröten. Genau. Ich bin ganz heiser. Hans Meiser? Ganz heiser. Ja, kenn ich Hans Meiser. Hans Meiser, kennst du den noch? Ja, er hat eine geile Talkshow. Weißt du, was der heute macht? Ich weiß, er wohnt jetzt in Hennef. Nee. Doch, ist nach Hennef gezogen. Was macht denn da? Keine Ahnung. Golf spielen und sich die Eier kraulen. Lassen. Der Hans mal lassen. Der macht nämlich von Andreas Türk die Eier kraulen lassen. Hallöchen, Moinsen, grüß euch. Hallo. Boah, diese Show von dem Geißen, die ist so scheiße. Nicht Oliver Geißen, Andreas Türk. Also Andreas Türk? Ja, ja. Der ist ja schon aus dem Geschäft raus. Stimmt. Aber der Olli Geißen, ja, der könnte das ja auch gut machen. Der könnte auch zwei in einen Eier kraulen. Mit den Zähnen noch. So. Naja. Der ist auch so. Dennis. Der Olli Geißen. Der ist so. So lieb. Der ist einfach nur nervig. Ganz ehrlich, wenn ich eine Chartshow sehe, wo es um Musik geht. Und dann fangen die an, Pfannkuchen da live zu kochen. Oh nee, das ist ja lustig. Ich meine, Werbezeit, Füllerei. Das ist super scheiße. Aber hier, Dennis, der hat so Unfall gebaut und jetzt ist der Roller platt. Ja, Pech gehabt. Heißt es jetzt mit dem so am Anfang? So, das ist erledigt, jetzt setze ich die Bude in Brand. Ach so, so meinst du. So, Unfall gebaut und jetzt ist der Roller platt. Jetzt ist der Roller platt, endlich. Da läuft gerade eine Amok. Ich habe nicht viel, worauf man sich etwas einbilden könnte, aber ich habe ein Herz, Gefühl und Verstand. Sagt N. Gucken wir mal, oder? Gucken wir mal. Gucken wir mal. Ich habe gerade so dezenten Rülpsen unterdrückt. Das heißt, dass ich jetzt der Gebildete von uns beiden bin in den Videos. So. Lese ich mal vor, was sie bei der Homepage geschrieben hat. Hm? Ich bitte drum, das ist ja nur ein kurzer Satz. Magenknurren, Entschuldigung. Sollen wir gleich mal Fleisch braten? Ja. Fleisch. Ich brauche keinen Jungen, der für jede Scheiße auf seine Mutter schwört. Keinen, der anderen Nutten sein MSN-Eddy gibt. Keinen, der mit jeder Bitch schreibt, nur weil die hübsch ist. Keinen, der mich verarscht. Keinen, der mich allein dastehen.
Lässt, wenn seine Freunde kommen. Kein, der mich betrügt. Nein, Mann, ich brauche einen Mann, der mich beschützen kann, der mir zeigt, wie weit ich in der Beziehung gehen kann. Und einer, der fragt, wen er boxen soll, wenn ich mal weinend vor ihm stehe. Wenn ich eh schon mal heult, dann mal drauf. Halt's Maul! Denkst du jetzt, du bist King, Player, Boss? Ein Tag mal die, dann die. Nur mich kriegst du nie. Respekt! Represent. Dazu fehlt jetzt noch Game Over. Game Over. Game Over. Boah, das sind die richtigen. So, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Ich weiß es nicht, aber ich habe langsam Hunger. Ja, komm. So. Magenknurrt. Ah, hier, ganz oben, den ersten Satz. Von Uwe. Wer nichts mehr abkriegt, geht nach WKW. Ich meine die Damen hier. Aufs Profil. Aufs Profil. Boah. Beziehungsstatus frei. Warum wohl? Oh, dann ist auch einer direkt im Fußball-T-Shirt verschwitzt auf seinem Bett, der in seinen Frust und seine Meinung über das Deutsche, kundtut. Soll ich mal vorlesen? Ich bitte darum. Ich möchte auch erwähnen, er ist 50 Jahre seit dem 31.05. Also Happy Birthday von uns nachträglich. Wir schicken dir irgendwas zu. Und jetzt bitte ich drum, Kaius. Uwe, jetzt ein Statement zur Lage der Nation. So denke ich über unser schönes Deutschland. Mit dem Rotstift ziehen sie über Gehälterlisten. Der einfache Mann ist nicht sehr viel wert. Man braucht ihn nur als Arbeitsgaul. Ein sorgenfreies Leben bleibt ihm verwehrt. Man zwingt ihn bis zum Offenbarungseid. Man nimmt ihm gar das letzte Hemd. Einst hoch angesehen des Arbeiters Hand ist dies alles heute fern und fremd. Doch einst werden die dort oben spüren, wenn es den Arbeiter nicht mehr gibt, das Fundament, die Säulen jeden Volkes, auf ihn man alle Lasten schiebt. Jenen, die sowieso nicht viel haben, bleibt am Ende des Monats nicht viel. Für einen Hungerlohn gehen sie schuften und die Reichen haben Wasser unter dem Kiel. Das ist ein Gedicht, hast du vielleicht schon gemerkt. Ja, sie erhöhen ihre Diäten, allein das Wort ist blanker Hohn. Und ich mache mir Gedanken über die Zukunft, über Frau, Tochter und Sohn. Genau, yo. Doch wenn einst der kleine Mann nicht mehr der ihren Reichtum mitfinanziert, dann ist es zu spät für dieses Land, dass man dies einfach nicht kapiert. Armes Deutschland, was ist aus dir geworden? Armes Deutschland, man versucht dich zu ermorden. Einst ein Land von Größe, Kultur und... Nee, Quatsch. Einst ein Land von Größe, Kultur und Arbeitskraft. Dich herunter zu wirtschaften in fast 60 Jahren haben sie geschafft. Wow, yeah. Ich bin raus. Ich auch. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.